Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Divinity Original Sin mit hier meinem lieben Klöten des Berges. Jetzt hast du ja verraten. Reise wieder beginnt. Jetzt hast du doch verraten. Jetzt hast du es doch verraten. Darf ich es verraten, ja? Das ist das Rätsel. Jetzt hast du es verraten. Ja, jetzt hast du es verraten, dass wir die Klöten des Berges sind. Das hast du gesagt. Ich habe nur gesagt, es geht von den Klöten des Berges aus weiter. Aber darüber wollen wir jetzt weiter gar nicht streiten. Ihr habt es vielleicht schon gesehen. Diese leicht unnatürliche oder auf der anderen Seite sehr natürliche, je nachdem, wie man da jetzt drauf guckt. Felsformation, das sind natürlich wir. Das übliche Versteckspiel. Und wir wollten weitermachen mit diesem Mord, nicht wahr? Der Mord an dem Stadtratsobermitglieds-Heini. Und da habe ich gerade gelesen, wir sollen uns treffen. Wir sollen erstmal unseren ganzen Scheiß verkaufen, sehe ich gerade in meinem Inventar. Aber ja. Danach, Stante Pete, danach sollen wir uns treffen. Ah, die hat plus 10 Goldstücke, das Hauptmann. Nutzt nicht viel. Ja, guck mal, da ist einer, der handelt mit Gemälden. Der hat doch bestimmt irgendwas Kohle oder Kante. Der hier handelt mit Bögen, der muss doch auch was können. Es ist eine Glas Frau. Wasser. Okay. Ich brauche kein Glas Wasser. Brauchen wir einen Giftresistenztrank? Einen magischen Rüstungstrank? Brauche ich. Achso, so ging das. Wie viel Geld hat die eigentlich? Wieso hat die kein Geld? Wieso hat die kein Geld? Ob die eigentlich behindert ist? Tja, man weiß es nicht so genau. Hat deiner Geld? Meine hat Geld. Meine hat 834. Ein Alchemist, der muss Geld haben. Das ist auch eine Frau. Sandalors Hose. Na Mensch. Der Liebhaber der Sehne. Interessant. Was für anrüchige Titel. Die haben alle kein Geld. Schweinerei. Oh, was ist das denn? Geld. Der Orden der Quellenjäger, eine kurze Geschichte. Kochtöpfe, Pfeilschäfte. Das ist natürlich alles Mist. Mehl, brauchen wir Mehl. Fallenentschärferwerkzeug, das behalten wir mal, wa? Man weiß ja nie. Genau, die ganzen Bücher und unsere schöne Schaufel, die behalten wir auch mal. Man weiß ja nie. Schriftrolle der Teleportation, Schriftrolle der schwächenden Berührung. Blenden, Feuerball, Wiederbeleben. Der Liebhaber Handwerken und Kochen mit Maradino. Handwerken und Kochen mit Maradino. Ja, ja. Mit dem guten Maradino. So, das kann er jetzt natürlich nicht mehr ausgleichen. Nicht. Nein, kann er nicht. Was machst du denn für Sachen? Ich verkaufe wertvolle Dinge. Ich habe alle meine wertvollen Dinge verkauft. Von mir aus können wir. Ich habe noch so einen dämlichen Pfeil und die Tante da oben hat irgendwie 1000 Gold. Die Tante da oben? Ja, die Gemüsehändlerin. Die mit dem Gemüse, ja? Ja. Sonst hat keiner Geld, aber die Gemüsehändlerin. Die hat. Ja. Die schwimmt im Geld. Ja, das ist ja Angebot und Nachfrage in einer belagerten Stadt, ne? Gemüse ist da. Deswegen ist dachte da ich ja, Waffen. Ach so, das ist bestimmt von dir, oder? Hier so die Frisur und so weiter. Ja, der ganze Mist. Die. Ein veraltetes Bastardschwert. Das sieht bestimmt witzig aus, wenn das zwischen den Karotten liegt. Das ist wohl durchaus richtig. Eignet sich jetzt bestimmt auch nicht so doll zum Karotten schälen. Unwahrscheinlich. Damit kannst du aber gleich mehrere Tomaten gleichzeitig aufschneiden. Oder zerquetschen, je nachdem. Du bist soweit. Wir sollen. Wohin sollten wir? Zum Hauptmann der Legion. Hier ist ein Schild. Vielleicht hilft uns das. Osten, Kaserne. Das klingt gut. Dann nach Osten. Kaserne, ach, ein Hahn. Vielleicht kannst du mit ihm reden. Wie schön.
Nee, kann ich nicht. Ich habe kein Tierempathie, Tierreden oder wie das heißt. Immer noch nicht. Ein schreckliches Schicksal. Lass den mal ignorieren, der hat bestimmt einen Quest. Das hört sich an wie Kaserne. Die brüllen. Mhm. Watch! Aber. You don't think it's infected, do you? Oh, come on now. I pulled her off you before she... Das sieht so aus, als ob hier ein... Ah, ja, hier ist der Offizier. Warte. I've been mauled. I'll be disfigured for life. Oh, come on with the dramatics. It's not as bad as all that. Greetings. Ja, natürlich spricht er sie an. Ich wollte sie ausreden lassen. Oh. Ich dachte, du wärst in einem Dialog drinne. Verzeih. Nee, alles gut. Dann mach du mal. Ach so, Entschuldigung. Tulia, natürlich. Hey, wer ist denn das hier? Jetzt kommt schon. Steht dort, wo mein gutes Auge euch sehen kann. Weiter. Ganz ruhig, Toll. Das ist der Quellenjäger, mit dem ihr sprecht. Da seid ihr in eine interessante Angelegenheit geraten. Ist die Frau in diesem Käfig gefangen? Ja, das passiert, wenn man sich nicht daran erinnert, dass man die weibliche Stimme braucht. Wenn man nur genau hinsieht, könnte sie eine Frau sein. Aber sie verhält sich eher wie ein wildes Tier. Weiter. Wir haben Meldungen über eine merkwürdig aussehende Fremde erhalten, die mit gezücktem Bogen durch die Stadt streift. Ich habe sie gefunden, wie sie sich hinter einem Baum verkroch oder auf eine fette, alte Ratte zielte, die die Stadtmauern entlang trottete. Weiter. Ich klopfte ihr auf die Schulter, um zu sehen, was es war. Und die Bestie erschrak wie eine Wildkatze und stürzte direkt auf mich los. Weiter. Sie hat Tulia direkt ins Gesicht gebissen. Jawohl. Es war nicht schön und zudem ist jetzt auch noch ein Stück davon herausgerissen. Das ist ja so ein bisschen wie bei Das schweigende Lämmer. Genießt es, solange ihr noch könnt, Wirr. Es gibt keinen anderen Legionär in der Kohorte, der euch aufnimmt, wenn ich toll wie dich werde. Ja, genau so sieht es nämlich aus. Genoss ihre Wange und dazu einen ausgezeichneten Chianti. Und was wird aus dieser zugegebenermaßen Fremden? Die fremdliche Fremde? Ach, Virius. Nun, die Entscheidung steht noch aus. Sie scheint trotz Tullys Beschwerden nicht krank zu sein. Wir können sie nicht ewig bei uns behalten, aber wir können sie genauso wenig wieder in die Wildnis zurückschicken. Richtig? Richtig. Vielleicht lohnt es sich, diese Fremde unter unsere Fittiche zu nehmen. Sie wird uns vielleicht nützlich sein, falls wir unsere Rückendeckung anvertrauen können, ihr. So von oben nach vorne. Eine komische Wilde? Ja, doch. Am Ende mag sich ein furchtloser Jäger für unsere Ermittlungen als sehr hilfreich herausstellen. Wer hätte gedacht, dass wir in diesem Spiel einmal einer Meinung sein werden? Oh, Gefährten! Achso, weiter. Nun, eine wahre Erleichterung, nicht wahr? Wir haben doch noch ein gutes Zuhause für Sie gefunden, Tal. Hört auf mich, Quellenjäger! Sie ist nichts für... Sie ist für nichts weiter zu gebrauchen als für Kanonenfutter. Und dreht ihr ja nicht den Rücken zu, wenn sie ihren Bogen in greifbarer Nähe hat. Bye. Ja, bye. Achso. Quellenjäger, ich habe Geschichten über die Menschenwelt vernommen. Sowohl prächtig als auch schrecklich. Ich selbst war einen Moment lang gefangen und wurde im nächsten von euresgleichen. Unseresgleichen befreit. Was machen wir jetzt, wenn wir eine Nutte treffen und du deine Bordellstimme schon vergeben hast? Ich habe noch eine andere. Gott sei Dank. In Heimatwald handelt jede Kreatur gemäß der Natur ihrer Art. Vögel bekommen schnell Angst. Dachse fürchten sich nur wenig. Aber unter den Menschen gibt es dafür keine Garantie. Ja, und Bären reiben sich an Bäumen, so wie du sprichst. Die Bärentochter. Bärdotter.
Ja, wie ihr vielleicht bemerkt habt, sind wir eine unberechenbare Spezies. Wir können jederzeit töten oder heilen. Es ist wohl am besten, gerade aus diesem Grund, jenen, denen ihr begegnet, mit Vorsicht gegenüberzutreten. Wir mögen vielleicht unvorhersehbar sein, aber es ist einem dienlicher, auf das Beste zu hoffen, als das Schlimmste anzunehmen. Gleiches zieht sich immer noch an. Es ist komisch, mit einem Fuß im Wald zu stehen und mit dem anderen in der Stadt, Quellenjäger. Ich bin froh, dass ich euch nun an meiner Seite wissen darf. Selbst wenn einer von uns vor Hitze verbrennt und der andere vor Kälte röchelt. Vielleicht werde ich die Menschheit irgendwann verstehen lernen, wie ihr. Und vielleicht werde ich dann für mich eine Entscheidung treffen können, ob unsere Rasse eine noble ist. Was für ein eloquentes Wildlingsmädchen wir dort aufgegabelt haben. Durchaus. Well, well. So. Dann schlüpfe ich jetzt mal in Berdotter rein und hol hier mal den ganzen Quatsch. Mist, da hätte ich die Pfeile, die ich hatte, die Verbrandpfeile und die Eispfeile und die Geilenpfeile nicht verkaufen sollen, wa? Ja, du hast recht, das wäre eine Idee gewesen. Warum kann ich die nicht an dich anhängen? Weiß ich nicht, ich kann sie auch nicht an mich anhängen. Das ist ja blöd. Das ist jetzt deine Tante. Herzlichen Glühstrumpf. Aber ich will kein Kindermädchen sein. Wir wollten doch jetzt zum Leutnant. Wie soll ich denn unbehelligt meinem Tagwerk nachgehen, wenn ich die ganze Zeit eine Blonde hinter mir habe? Ich weiß nicht, dass du stehst auf sowas. Ja, schon. Greetings. Jetzt darfst du mal. Na. Was haben wir denn hier? Einen sogenannten Quellenjäger, hm? Erledigt eure Angelegenheiten hier in Sicil, aber sorgt für keinen Ärger und kommt der Legion nicht in die Quere. Habt ihr verstanden? Ich hab genug um die Ohren mit den Erkundungen im feindlichen Gebiet. Sehr schön, gut gesprochen, aber lasst uns über Jakes Ermordung sprechen. Wenigstens fragst du ihn nicht nach seiner Biografie, das ist ja schon mal viel wert. Nee, ich wollte erst das Wichtigste. Irgend so ein Politiker segnet das Zeitliche und alle drehen durch, lächerlich. Ich habe diesem Möchtegern-Zauberer Ahu gesagt, er soll die Sache auf sich beruhen lassen, aber er musste sich an die Quellenjäger wenden, verdammte Zauberer. Sie sehen Taubendreck und denken, es steckt Quellenmagie dahinter. Oh. Dennoch möchte ich auf dem Laufenden gehalten werden, verstanden? Ihr habt das Kommando in dieser Stadt, nicht Bürgermeister Cecil, nicht Aru. Und ganz bestimmt nicht irgendein ambitionierter Quellenjäger. Und ihr sucht von mir aus Jakes Tod, wenn euch das so wichtig ist. Aber ihr erstattet mir Bericht, sobald ihr euch etwas Ungewöhnliches auffällt. Ahu! Entschuldigung. Der Tatort ist drüben, im Gasthaus zur Königskrabbe. Sagt der Wache, dass ihr meine Erlaubnis habt, ihn zu betreten. Und jetzt raus mit euch! Was Jakes Frau Esmeralda betrifft... Ich sagte zwar gerade raus, aber eigentlich meinte ich, dass jetzt noch ein langer Dialog folgen wird, weil ich ja eigentlich doch Zeit habe. Esmeralda ist Jakes Frau, naja, Witwe. Jeder in dieser Stadt, einschließlich der Kram am Strand, ist davon überzeugt, dass sie ihn getötet hat. Das Mädchen hat zwar den Ruf einer Herzensbrecherin, aber das reicht als Beweis nicht aus, meint ihr nicht? Oder verlassen sich Quellenjäger vielleicht nur aufs Hörensagen? Das würde vielleicht einige der Irrtümer erklären, die ihr bisher begangen habt. Mag uns da jemand nicht? Sie sind der Inquisition immer skeptisch gegenüber. Most nobody expect the Spanish Inquisition. Was? Ihr steht hier und wollt, ohne eine Miene zu verziehen, behaupten, dass euer Orden noch nie jemanden fälschlicherweise gefoltert oder hingerichtet hat? Eigentlich sagtest du ja nur weiter. Ich wollte es nur anmerken. Ja, richtig. Wohl kaum. Ich werde mir einen solchen Unsinn nicht gefallen lassen. Wenn ihr mir Beweise bringt, werde ich sie vollkommen neutral bewerten.
Die Legion stützt sich auf die Vernunft und nicht auf nutzlosen Aberglauben, wie unsere ambitionierten Legionäre jeden Tag beweisen. Wir haben bis jetzt eigentlich nur Idioten getroffen, die in der Legion dienen, oder? Nee, besoffen yep. am Strand, irgendwelche Leute, die Orgmädchen mit nach Hause genommen haben, weil yep. sie aus Werbeprospekten Liebestränke gebraut haben. Yep. Naja. Aber ich habe gehört, es gibt ein weiteres Problem in dieser Stadt, um das wir uns auch rechtzeitig kümmern können. Deswegen werde ich darüber schon Informationen einholen. Lasst uns ja, über die Untoten sprechen. Oh, gerne. Nichts lieber als das. Ihr seid vielleicht aus ganz anderen Gründen hier, aber wenn es eine sinnvolle Sache gibt, die ihr hier tun könnt, dann ist es, eure Nase in die Angelegenheiten der Untoten zu stecken, während ich weiter daran feile, den längsten Satz in der Geschichte des deutschen Sprachtums zu bauen. Meine Güte, der Gestank wird euch nach Luft ringen lassen, aber zwischen euch, mir und den sieben nutzlosen Göttern da oben gesagt, es wird Zeit, dass sich einmal jemand anders als die Legion um dieses Theater kümmert. Ja, der ist ja ganz schön ambitioniert, wenn es um diese Sache geht. Ich sehe hier eine Herzensangelegenheit auf uns zukommen, zumindest für Aureus. Ich kann nur hoffen, dass euer von Quellen besessenes Hirn neue Ideen hervorbringt und dass diese Ideen Früchte tragen, bevor die Untoten eben dieses Hirn aus eurem zerschmetterten Schädel kratzen. Sie scheinen einen Schwachpunkt im Westen zu haben. Ich schätze, der Ort ist so gut wie jeder andere, um etwas Stärke zu zeigen. Na, ich bin dann mal weg, nachdem ihr mir eure Lebensgeschichte erzählt habt. Nein, Scherz. Wir gehen. Bye. Wow, das war laut. Ja, dann tschüss, wa? Auf Wiedersehen, die Damen. Auf Wiedersehen, der Herr. So, jetzt machen wir noch ganz brav die Tür zu. Hey, du willst sie nicht beklauen? Bitte? Nein, ich will gar nichts. Du siehst doch, Bear Daughter ist schon draußen. Hallo, Liebelein. Du bist wieder unmöglich. Kann man dich nicht einmal aus den Augen lassen? Mit Beweisen ist gar nichts drin. Die steht ja auch da, Truhe mit Beweise in Klammern leer. Wo bist du? Ich hab nichts gemacht. Komm, Bärdotter. Diomon! Was? Kommst du? Ich war kurz abgelenkt. Ich bin sofort, statt Pete, wieder da. Wir sollen zum Wirtshaus, habe ich gehört. Wir sollen zum Wirtshaus. Dann gehen wir hier unten rum, oder? Ich denke auch, dass das sicherer ist. Aber bevor wir ins Wirtshaus reingehen, machen wir dann auch schon Schluss für die Folge. Ach nein, ist es schon wieder soweit? Ah, ist es beinahe soweit. Wir sind bei 18, 13. Wo ist das Wirtshaus eigentlich? Dann hat uns der beredte Hauptmann doch glatt die ganze Folge weggequatscht. Ist ja irre. Ja. Komm, lass uns noch ein bisschen rennen. Dann können wir beim nächsten Mal vielleicht vor dem Wirtshaus starten und sparen uns diesen leidigen Weg das ist bis der Plan. Dorthin. Das ist der Plan. Und zwar müssen wir auf den Marktplatz. Ja. Und dann ist das da im Norden. Aber wir dürfen nicht zu weit gehen, weil ich erinnere mich... Ah, guck mal, hier ist schon wieder einer vom städtischen Kompetenzteam. Zwei. Wo willst du denn hin? Ich will nur mal gucken, was es hier so gibt. Hier ist der Marktplatz, da oben, da wo die zwei anderen Leute vom städtischen Kompetenzteam sind, das ist das Bürgermeister-Rathaus-Gedöns. So, ich muss nur noch fix was verkaufen. Ja, bitte. Christian, brauchst du einen Besen? Du hast dem armen Hauptmann die Besen geklaut? Nein. Nein. Was unterstellst du mir, ne? Ich habe so nicht in etwa den armen Hauptmann die Besen geklaut. Ich habe die Ressourcen der Stadt zur Bekämpfung des untoten Geschmeißes vor den Toren neu verteilt. Was nutzen die Besen im Ständer beim Hauptmann? Was nutzt der Ständer beim Besen? Nee, halt, Moment. Jetzt kommt's. Schau auf meinen Kopf. Ich schau auf deinen Kopf. Du hast einen... Wenn das nicht was ist. Wenn das... Wo hast du das fesche Teil? Der Captain hat sie mir verkauft.
Captain, mein Captain. Captain Jack? Hat Captain Jack das noch sieht eine total davon? Toll, das sieht total toll aus, wie mein Schnurrbart, mein bombastischer Schnurrbart. Und ja. Das kann man einfach nicht anders sagen. Nun gut, dann ist das ja ein schöner Punkt. Genau, dann machen wir hier Schluss. Und adieu, sehen uns, liebe Leute. Beim nächsten Mal, genau. Tschüss.